Das Ding beim Splash. Live, laut, lässig. Mackes und Bambi, schön, dass ihr da seid. Heute hattet ihr ja die, weiß nicht, ob man es Ehre nennen kann, als erster Act zu spielen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man als erster auf der Bühne steht? Man hat so, am Anfang hat man ein bisschen Angst, weil sich das erst langsam füllt. Weil davor noch kein Sound war, alle noch in den Zelten einfach verkatert rumliegen. Und man denkt so, okay, hoffentlich stehen die auf. So, hoffentlich sind die nicht so verkatert wie wir und schlafen nicht übelst aus. Und das ging aber sehr gut heute. Also am Anfang war es noch ein bisschen wenig und dann sind alle voll, Sonne ist rausgekommen und es war ein wirklich schönes Konzert. Ihr habt auch eure Kollegas von den Orsons mit an den Start gebracht. Also bei euch ist das schon immer so richtig Familientreffen und Party bei den Konzerten, oder? Auf jeden Fall. Vor allem mit den Orsons. Wir sind ja auch mit denen hergefahren. Wir waren, glaube ich, zu siebt im Bus. Und es war die herrlichste Fahrt und es hat sich natürlich angeboten, mit den Orsons zu spielen. Immer wieder gerne. Jetzt gucken wir uns auch gleich Cars an übrigens. Ist das so ein bisschen Klassenausflug dann, wenn ihr auf so ein Festival fahrt? Wir haben fast jedes Wochenende Klassenausflug, weil wir ganz oft zusammen gebucht werden. Also entweder als Orsons oder auch Cars, Mackes und Plan B, einzeln, Tour, einzeln. Also wir sind sehr oft am Wochenende einfach eine kleine Klassenfahrt. Ist da mal geplant, dass ihr vielleicht mal komplett solo irgendwie mal was macht? Oder wird das immer erstmal ein Ding mit euch beiden bleiben und dann halt eben noch in Erweiterung mit den Orsons? Ab jetzt wird es nur noch Solo-Auftritte geben. Das war unser letzter gemeinsamer Auftritt hier auf dem Splash. An alle, die da waren, cool, dass ihr noch ein letztes Mal mit uns gefeiert habt. Und ich bin mal wieder der Auslöser, dass sich eine gute Band getrennt hat. Du berichtest als Erster darüber, ja. Wow. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Solo-Sachen sind geplant. Und also es gab ja auch schon so kleine Solo-Geschichten, auch am Rande. So. Meistens kriegt man halt hier Splash oder sowas mit, gerade weil hier die ganzen Medienpartner dann da sind. Aber so übers Jahr verteilt gibt es auch, keine Ahnung, Mackes Gitarrenkonzerte oder alles mögliche, also auch Solo-Geschichten. Ihr macht sowieso sehr viel verschiedenes Zeug, auch diese Comedy-Geschichten da, diese Theaterstücke und sowas. Was ist das genau? Vielleicht könnt ihr das mal erklären für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben. Das heißt Wrap-Up-Comedy, ist ein Genre, das wir gegründet haben oder erfunden haben quasi. Und es ist eine Mischung aus Theater, Rap, Slapstick, Sketchen, das ist so ein Potpourri. Und da haben wir jetzt ein Kriminalstück geschrieben, das hieß Zimmer 601. Wir waren dieses Jahr damit auf Tour und planen nächstes Jahr irgendwann ein neues Stück zu schreiben. Ja. Unbedingt anschauen. Auch, also es gab sehr viele Stimmen, wo Leute so skeptisch waren. So entweder Rap-Fans, die so Theater gehasst haben, oder Theater-Fans, die Rap hassen. Und die haben so gesagt, hey, mich hat so mein Kollege, irgendjemand mitgeschliffen so. Und ich wollte es mir eigentlich gar nicht angucken, aber bis jetzt haben wir alle bekommen. Deswegen kommt vorbei und wir schauen, ob wir euch bekommen. Aber warum tretet ihr mit sowas denn nicht mal beim Festival auf? Das können wir doch auch mal irgendwie einbauen, oder? Na, es ist immer sehr schwierig, so erstens, wenn Alkohol so arg fließt und das ja schon so eine Geschichte ist, wo man sitzt, wo man aufmerksam sein muss und nicht auf Partymodus einfach. Und das wäre, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Und das Stück dauert halt auch so 1:20. Da kann man jetzt nicht so in dem Festival, ob das die Leute, das wird auf dem Festival nicht klappen. Bei dem One Love Festival in Hannover haben wir am Tag davor ein Zimmer 601 Auftritt gehabt, aber auch mit Sitzpublikum, aber dieselben Leute, die dann aufs Festival gegangen sind. Und so geht's, glaube ich. Genau. Sowas geht dann natürlich, in einem anderen Gebäude auf jeden Fall. Aber lass uns mal über die Location sprechen. Jetzt das erste Mal hier in Ferropolis, auf Ferropolis. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Wie findet ihr die Location? Cool. Ich glaube, das sagen auch alle anderen in Interviews. Deswegen werde ich es jetzt auch nochmal wiederholen. Es gibt hier Asphaltwege. Man läuft irgendwo hin und versinkt nicht bis zu den Knöcheln im Matsch, was schon mal sehr cool ist. Und sonst, überall, wo ich hingekommen bin, hat es mir bis jetzt gefallen so. Also ich finde, diese Kräne finde ich übrigens auch unfassbar. Da gibt es einen, der heißt Mad Max, der hat so eine Messingtafel und der heißt wirklich Mad Max Baujahr 1962, googelt das mal nach. Dasselbe, was Mackes gesagt hat. Auch, finde ich auch gut. Perfekt, dann will ich euch jetzt gar nicht so lange aufhalten, damit ihr nämlich jetzt Cars auf der Bühne sehen könnt. Ja. Und viel Spaß, danke und bis bald. Ja. Wir danken. Ciao, ciao. Das Ding beim Splash. Live, laut, lässig.